Ja, hi, willkommen, mein Name ist Dani Rolfi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4, Hello Paper. In der letzten Folge haben wir ja die Missionen für diesen Roboter hier gemacht, Ironside heißt er, glaube ich. Und der will mittlerweile einen Langship haben, mit dem er, glaube ich, Raketen abfeuern kann. Und ja, die haben mir angeboten, dass ich denen helfe, im Gegensatz zu dem, aber ich würde jetzt erstmal sagen, bevor wir uns entscheiden, gehen wir noch mal zurück und befragen den Typen, was der vorhat. Aber gut, der kommt sogar herunter, wenn ich hier vorbei laufe. Okay. Sagt er irgendwas zu den Raketen? Sind hier überhaupt Raketen? Zerstörung verlangen, dann werde ich Ihren Wunsch widerwillig erfüllen. Captain Ironsides. Beraten Sie sich mit dem Bootsmann und Mr. Navigator. Beraten Sie sich mit dem Bootsmann ich kann nicht und Mr. Navigator. Raketen. Gehen über die Raketen überfragen. Mann. Sind mir Raketen? Bei aktueller Geschwindigkeit erreichen wir unser Ziel in nicht definiert. Was könnte denn damit kaputt machen? Beraten Sie sich mit dem Bootsmann und Mr. Navigator. Da warte ich helfe den Robotern. Die Typen sind mir irgendwie nicht geheuer. Wo ich frage erst noch mal da ein paar Leute nach. Die scheinen mir irgendwie auch nicht besser dran zu sein, die Typen. Deswegen lassen wir mal den Robotern helfen. Wer weiß, was die mit den Raketen vorhaben. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten. Wieso sagst du denn jetzt schon wieder gleich? Hey. Es wäre besser für uns alle, wenn du einfach verschwinden würdest. Wenn du dir unser Gebiet krallen willst, wird dich das Boot platt machen. Hi. Ja? Nochmal. Genau, einfach nicht hier so klauen, ne? Also der erste Eindruck mit den Typen war sowieso nicht so berauschend, deswegen. Warum soll ich denen dann helfen? Vor allem, ich habe keine Ahnung. Die wollen einfach nur Geld haben. Ob der wirklich hat der mit den Raketen hier wirklich fort, weiß ich jetzt auch nicht, weil er mir halt nicht sagt. Der Ironside. Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Oh, bin ich hier schon wieder gelandet? Ah, wo bin ich denn hier schon wieder? Ich bin jetzt hier wieder ganz rumgelaufen. Also weil mich die Roboter freundlich behandelt, im Gegensatz zu denen. Nicht schießen! Ja, ich weiß. Ich möchte jetzt hier nicht direkt alle abschlachten. Mal gucken, mal woanders hin. Was? Wer ist da? Legen wir los. Boah, echt? Oh, tut mir leid. Komm
Piper dann nicht gefallen. Sorry. Wollte ich nicht. Also doch irgendwie schon, aber. Was ist denn da noch? Kann nicht sterben, was? Aber Herr Davis, der kann sterben. Verwirrend. Zu Wasser ist das nicht dorthin gekommen. Piper. Wo sind die denn nur hin? Guck mal, da ruhig um die. Oh. Oh, ich hab deinen Lenkschip. Jetzt ist er schon wieder da reingegangen. Boah. Was? Was? Mr. Navigator? Ahoi, Soldat. Schiff zurückgehalten. Belohnung erteilt. Diagnose zeigt bestehenden Fehler an. Lenkradarsender nicht funktionstüchtig. Ersatz erforderlich. Und hier kommt der Teil, in dem ich euch wiederhelfe. Aussage des Soldaten ist sachlich richtig. Empfange Poseidon-Radarsender an angegebenen Koordinaten. Weitere Belohnung wird nach Abschluss erteilt, Sir. Okay, ich will auch mal nochmal fertig werden. Warte, ich habe keine Mentats oder so, ne? Warum habe ich denn so wenig dabei auf einmal? Hey. Sag einfach Bescheid. Guck dir das an. Na klar. Bei aktueller Geschwindigkeit erreichen wir unser Ziel in nicht definierten Stunden. Was reparieren? Nein? Okay. Irgendwas, was die Intelligenz erhöht, ich glaube nicht. Wir ersetzen. Will mir den Typen auch nicht zum Fight machen. Der letzte Roboter, gegen den ich gekämpft habe, habe ich fertig gemacht. Und ich habe jetzt keine Powerrüstung. Ganz nebenbei. Also ja, der zerteilt mich in der Luft. Das war doch wahr. Wieso? Was ist denn? Piper ist ja normalerweise eigentlich eine gute Person. So Gefühl. Was? Wo ist denn hin? Ich muss da rein, hat er gesagt. Also wenn Piper da schon nicht zustimmt. Scheint er doch was Böses zu sein, was ich hier mache. Ja, Böse gibt's ja nicht wirklich. In so einer Welt gibt's kein Böses. Gibt's nur verschiedene Meinungen und verschiedene Grundsätze und Perspektiven. Das ist halt meine. Hätte ich mal Kotzwort mitgenommen, der hätte mir zugestimmt. Ne?
Moment. Zu Wasser ist das nicht dorthin gekommen. Ich hole dich gleich kaputt, ne? Ja, und ich tue jetzt mal die verdammte Mission hier aufstellen. Na, wo muss ich hin? Dahin, wo muss ich hin? Oh. Von einem Ort zum anderen schon, ja, also. So. What? So. Müssen wir den ganzen Weg wohl irgendwo hinlaufen. Da rein vielleicht? Nee. Ich mach mehr Intelligenz. Ehrlich mal mehr Intelligenz und jetzt gar nicht. Auch schon bessere Zeiten erlebt, was? War das alles? Aber jetzt bin ich wütend. Warte, was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich, Piper, ehrlich? So. Alter. Die kommt schon gleich wieder. Die Beine. Kommt sie jetzt näher oder nicht? Boah. Lisa, kommst du auch wieder gelaufen. Es wäre jetzt nichts geschehen. Da rein? Schon wieder Orte, die ich noch gar nicht erkunden will. Oder? ADTSL Regionalbüro. Ach Mann. Du bist. So, ey, deine Pistole ist runtergefallen, tut mir leid. Nur ein Raider bezweifle ich irgendwie. Wo ist so ein kleines Lager nur? Wir müssen darüber. Die Bruderschaft. Oh, hi, was bist du denn? Schon wieder Vergiftung? Nein? Okay. Tschüss. Was zum? Die Typen können echt nicht fliegen, ne? Hilf mir. Ja, ignoriert den Typen einfach. Ey, was ist hinter mir? Aua, Mann. Klatschen, kannst du übernehmen. Oh man, könnt ihr nicht mal eine Sekunde überleben?
Und tschüss. Och Mann. Ja, der Siedler da ist verreckt, ne? Wir kannten ihn kaum. Nein, Gott, ey. Ja, passiert dann, wenn man meinen Weg kreuzt, ne? So, tut mir leid. Oh Gott, das letzte Mal, als ich in so eine Art Siedlungsrekrutierungsdingen. Ja. Oh, der Dings. Er ist doch gar nicht erst so weit gekommen. Red Kakerlaken, damit kann ich leben. Hi. Oh. Immer wieder so was Extremes. Hey, komm her. Ja, Piper ist nur zur Dekoration da, ich weiß. Aber kann trotzdem auf dich schießen. Junge. Alter. So weit von nicht witzig, ne? Weil du kannst dagegen nichts machen, du weißt ja nicht, ob das jetzt wirklich vergiftend weiter so runtergeht oder nicht. Das ist auch kacke, so Vergiftungseffekte. Warum? Das war schon in Fallout New Vegas scheiße. Ja. Nur wieder hier. Warum musst du mir alles wieder vergiften? Oh, hilf mir. Warnung. Verstoß gegen Gewerkschaftsvorgaben entdeckt. Oh, 9000. Warum? Also, aha. Ja, Roboter, hilft mir. Nicht identifizierter. Beginne Angriff auf feindliches Ziel. Ja, getroffen, vergiftet, geil. So, kacke. Ja, ich habe mich automatisch. Ich mein Park. Und ich muss dann da irgendwo reingehen. Super. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja. Hab ich doch. Ich kann mir nicht so viel Strahlung erlauben, ich hab nur... Oh. So, ich komm wieder ein legendäres Viech. Ha, echt? In dein Schuhen möchte ich nicht stecken.
Ach ja, ist das schon, okay. Hat das doch. Verdammt nochmal, ja. Schlossknacken ist dauerhaft einfacher. Na ja, gut. Muss die legendäre? Keine Ahnung. Wo ist die legendäre? Hab die noch nicht getötet. Hallo? Okay. Vielleicht ist sie ja trunken. Na, ja, gehen wir mal schnell zum Ding zurück. Aber einfach. Boah, ich muss unbedingt meine Klamotten verbessern. Meine Anziehklamotten. Weil geht's doch nicht. Ich glaube, ich kann Rüstmeister sogar nochmal aufleveln, ne? Aber mal gucken. Meine Power-Rüstung kann ich ja auch verbessern jetzt. Wenn ich Rüstmeister level. Also ja. Mal schon. Verwirrend. Zu Wasser ist das nicht. Halt die Klappe. Das musste sein. Das musste einfach. Ich kann sie auch nicht machen lassen, was sie will. Ja, oh, ich hab dein Chip Relays Spule. Was auch immer. Ah, da sind da eben. So. Hoi, Soldat. Lenksystem voll funktionstüchtig. Belohnung erteilt. Es ist notwendig, mit dem Captain ins Gespräch zu kommen, Sir. Okay. Ah. Oh. Captain Ironsides. Sie waren unserem edlen Schiff von großem Dienst. Trotz vieler Provokationen hatte ich gehofft, unseren Lenkchip ohne Gewalt von den Plünderern zurückzuholen. Selbst jetzt planen sie noch ihre Rache. Ich hätte sie verschont, wenn es möglich gewesen wäre. Ich zweifle nicht, dass eine friedliche Lösung jetzt unmöglich ist. Aber sie haben ihre Pflichten gut erfüllt. Ich sollte ihre Bemühungen wohl mit einer letzten Aufgabe belohnen. Wir sind eine Haaresbreite davon entfernt, zu unserer heiligen Mission aufzubrechen. Kannst du mir jetzt sagen, was los ist? Erfüllen Sie Ihre Aufgabe. Dann erzähle ich von unserer Mission. Bis dahin, Schweigen. Wachsamkeit. Das Schiff benötigt Turbopumpenkugellager von einer Fabrik in der Nähe. Das ist zweifellos eine gefährliche Mission. Aber ich vertraue darauf, dass Sie es schaffen werden. Natürlich. Wie gesagt, ich soll hier reingehen. Okay. Okay, Quartierschlüssel habe ich. Na komm, also nehme ich mal an, da war in diese Meister Tür, die Meister verschlossen war, wo ich reingegangen bin. Jetzt sagt er mir wieder, warum? Ich bin doch schon draußen. Warum sagt er mir? Aber manche Fehler in dem Spiel, ne? Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Fehler, aber ist schon. Manche Sachen in dem Spiel, ne? Ich hoffe, ich werde irgendwie ein paar Leveln stärker. Ich habe irgendwie noch nicht das Gefühl, als würde ich irgendwie deutlich stärker werden mit jedem Level. Gegner werden immer stärker, nur ich nicht. Zu Wasser ist das nicht dorthin gekommen. Sie hat's verdient, ehrlich. Mein, komm schon. Warum muss ich dafür hin? Ja, hier. Fort Hagen?
Dreieck. Oder Haken, keine Ahnung. Gut. Mach mal das. Wenn du da schon alles auf den Kopf gestellt, was ist denn da noch, was ich übersehen habe? Schon lange her, dass wir hier waren. Okay. Der mich jetzt so einfach irgendwelchen random Orten hier hinschickt, ne? Ich hoffe, die Gegner sind jetzt hier nicht respawned, ne? Das wäre ja richtig kacke. Wir haben Bock schon wieder gegen die Sins zu kämpfen. So nach oben. Ich hab so noch einen Weg nach oben hier. Da ist es. Halt. War ich vorher schon da? Lupe. Was? Wie? War doch schon hier überall. Raus hier wieder. Schaffen wir die Mission noch heute? Schrott. Ödland. Fallout. Nachkriegszeit. So, Velo schickt mich danach noch immer irgendwo hin. Er hat gesagt, das wäre die letzte Mission. Also. Außerdem halten sie sich für überlegen, spätestens hinkommen wird. Und die labern wie blöde. Alle 2 Sekunden ohne Pause. Ja, machen wir halt nicht in dieser Folge hier, würde ich sagen. Eine Mission abgeben. Bei der nächsten Folge. Schaden über ballistisch, Energie, Strahlen und Gift. Okay. Ich habe ja meine zu Wasser ist das nicht dorthin gekommen. Die Klappe. Oh mein Gott. Wie oft willst du das eigentlich noch sagen? Ja, super. Also, gerade wo der Part wieder zu Ende ist, ne? Oh, eine Batterie. Wir müssen das nicht tun. Wir hätten sich lieber verziehen sollen. Ich habe ja schon angefangen, hier so ein paar Fallout-Let's Plays zu gucken. Allerdings immer noch zu den ersten Folgen oder so. Und ist echt aufgefallen, einige Leute tun das VATS nur benutzen. Die rennen weg. Ein Gegner steht da, die rennen die ganze Zeit weg, warten bis das wieder voll ist. Die ganze Zeit, also, oh, da waren die, ich sehe manche Leute, die tun noch nicht mal normale Schüsse abgeben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie das Spaß macht. Mal ganz ehrlich. So, ich würde sagen, die Mission gehen wir in der nächsten Folge ab von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.